Hallöchen Leute auf YouTube, willkommen in meiner neuen Wohnung, und zwar in der Wohnung in Köln. Ich bin jetzt vorgestern hier hingeflogen und wollte euch einfach an diesem Samstag ein kurzes Update geben, weil gestern so eine ganovige Folge Poke One kam ohne richtiges Thumbnail, und auch heute weiß ich nicht, wie ich die Videos rausballern soll. Das liegt ganz einfach daran, dass ich in meiner leeren Wohnung sitze und noch keinen Internetanschluss habe. Ich habe weder Internetanschluss noch Tisch, deswegen konnte ich nicht streamen gestern. Sorry nochmal dafür, für alle, die gewartet haben. Ich muss gucken, wie ich dieses Video hochlade. Ne? Ich muss mir irgendwo einen Hotspot suchen, beziehungsweise zu Zillow gehen, um dieses eine Video, diese eine Info für euch rauszuhauen. Ich dachte, hier erreiche ich ein paar mehr Leute als auf Twitter. Ihr wisst Bescheid. Ich bin jetzt in Deutschland angekommen, bin in meine Wohnung eingezogen, bin jetzt gerade dabei, mich einzurichten. Jetzt leider übers Wochenende hat alles geschlossen. Ich brauche ein Bett, ich brauche so viele Sachen. Ich habe nichts hier, außer mein Equipment, was ich mitgebracht habe von der Schweiz. Und ich wollte euch einfach wissen lassen, dass in der nächsten Woche, also in dieser kommenden Woche, mehr oder weniger alles vonstatten gehen soll. Das bedeutet, 3-4 Tage wird es wahrscheinlich noch komische, thumbnail-lose, unregelmäßige Uploads geben. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Dafür werdet ihr danach viel mehr Content haben und richtig heftigen Content. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. By the way, auch an alle, die warten auf das Merch. Na, ich habe ein bisschen Merch hier mitgebracht. Aus der Schweiz, für diejenigen, die noch bestellt hatten, L und S von den Größen her, die werde ich jetzt auch die Tage noch abschicken, sprich Montag, wenn die Post wieder geöffnet hat, oder Dienstag, je nachdem. Und die ganzen M's, also alle, die Medium bestellt haben, die sollten auch diese Woche noch hier in Deutschland ankommen. Also alles Merch, alle Leute, jeder Einzelne, jeder Restliche, der bis jetzt noch nicht bekommen hat, sollte es die nächste Woche, sprich übernächste Woche, dann zu Hause haben, je nachdem, wann das dann ankommt. Und meine Wohnung sieht aus wie ein Stück Scheiße. Kann ich die Kamera hier drehen? Kann ich gar nicht, nee. Aber ihr seht, hier draußen, rieser Berg an Müll, und da ist das ganze Merch-Zeug und so. Also ihr seht, sobald ich das alles hinter mir habe, jetzt die 2-3 Tage, muss ich noch durch, ne, schuften, hier Stuff vorbereiten für die Wohnung. Und sobald alles läuft, sobald ich Internet habe, sobald ich zur Post komme und so weiter, wird alles kommen. Macht euch da keine Sorgen, ich wollte einfach nur ein kurzes Update geben. Alright, das war's auch schon. Wir sehen uns hoffentlich bald. Bis dann. Hey Leute, ein weiterer erfolgreicher Tag ist vergangen. Auch heute war ich relativ produktiv dafür, dass ich eigentlich nicht aus dem Haus gekommen bin. Weil wir ja kein Auto haben und generell Samstag nicht alle Läden vollends auf sind, wobei die meisten eigentlich schon, aber heute haben wir auf jeden Fall das Haus nicht verlassen. Aber ihr seht, man sieht Licht. Ich habe endlich die Lampen angebracht, wie ein richtiger Handwerker war ich heute am Start und habe alle Lampen angebracht. Jetzt haben wir also Licht im Dunkeln oder etwas Licht ins Dunkle gebracht, sprich Licht in der Wohnung. Na, überall hängen jetzt Lampen. Sogar vor dem Spiegel. Ui, der Trizeps ist nicht mehr am Start. Ich vermisse das Gym. Ich vermisse das Gym und Essen. Wenn man keinen Kühlschrank hat und keine Küche, dann tendiert man doch dazu, etwas zu hungern. Ab und an. Denn man kriegt meistens eine Mahlzeit am Tag, und ansonsten wird es schwierig. Ja. Aber alright, ihr seht, der Müllberg hinter mir wächst. Das liegt einfach daran, dass ich ja immer mehr hier in diese Wohnung reinballer. Und was ich jetzt heute Abend noch machen werde, by the way, ich habe mich aus der Wohnung ausgesperrt. Ha! Deswegen konnte ich jetzt 1,5-2 Stunden nichts machen. Mein Handy war hier in dieser Wohnung und ich hatte keinen Akku mehr, deswegen muss ich jetzt mit der Powerbank rumlaufen. Ich habe mir jetzt provisorisch erstmal auf Ehre diesen wackeligen, gut, jetzt sieht man es nicht mehr, weil da 2-3 Monitore draufstehen, ja doch, man sieht es immer noch, provisorisch diesen wackeligen kleinen Tisch von Zirlo ausgeborgt. Das war sein Küchentisch,
Da wird später mal das Merch drauf gemacht, aber ja, meiner wird erst noch kommen. In 2-3 Tagen wird er geliefert, aber damit ich überhaupt Videos machen kann, jetzt die Zeit, habe ich diesen kleinen Küchentisch und bin jetzt gerade dabei, mein Setup einzurichten, die beiden Bildschirme, PC, Maustastatur, Greenscreen, Webcam und was auch immer noch da alles dazu gehört. Ja, so viel zum heutigen Update. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich merke auch jetzt, wo ich das Handy halte, ich habe heute meine Schultern sehr belastet. Alter, Lampen aufhängen ist übles Schultertraining. Heftig. Also Props an jeden Elektriker, der tagtäglich solche Sachen auf sich nehmen darf. Alright, Leute, das war's für das heutige, Update. Demnächst wird das Studio wohl fertig werden hier. Irgendwann wird das Bett und der Schrank noch eintreffen und bald werden wir auch Internet haben und dann werdet ihr wieder Streams und Videos bekommen. Alright, peace. So, da haben wir das aktuelle Setup, meinen etwas älteren PC, der aber immer noch Mütter besucht, abends. Dann die Corsair Maus, die gerade noch nicht leuchtet. Das Corsair, wie nennt man das? Mauspad, was länger ist als gewisse dies. Dann die Corsair Maus. Interessant, in der Schweiz benutze ich Razer. In Deutschland benutze ich Corsair. Mal schauen, welches der beiden mich mehr überzeugen kann. Dann, wie gesagt, die beiden Bildschirme. Und als letztes, zu guter Letzt, das M-Audio Producer Mikro ist nicht das teuerste Mikro, nicht das professionellste oder krasseste Mikro, ist aber das Mikro, was mich seit 2013 oder so, seit 5-6 Jahren auf jeden Fall begleitet. Das ist mein allererstes Mikro und ich bin immer noch Fan davon. Das Ding bekommt man irgendwie für was? 100, 120 Euro oder sowas, wenn überhaupt. Und ich bin ja schon immer sehr zufrieden gewesen damit. Wie gesagt, natürlich gibt es bessere für 400, 500, 600 Euro. Natürlich kann man sich da Upgrades kaufen, aber als erstes Mikro ist das Ding einfach nur genial. Ich benutze das, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten und ich bin super Fan von diesem kleinen Feature hier. Dazu aber vielleicht später irgendwann mal noch mehr. So, jetzt baue ich das Ganze noch zu Ende und dann starte ich dieses Baby. Zum ersten Mal seit Monaten. Mal schauen, was hier noch alles abgeht. So, liebe Freunde. Mein Setup ist endlich eingerichtet. Mehr oder weniger, fürs Erste zumindest. Das ist mein Studio. Ein bisschen davon, damit die Nachbarn nicht ausrasten. Zwei Bildschirme müssen sein, gerade zum Stream, sonst geht das absolut nicht klar. Meine neue Tastatur von Corsair und die Maus, die irgendwie nur noch 50 Euro gekostet hat. Mega wenig. Ist nicht die neueste, aber hey, Corsair, was ja eigentlich eine ziemlich gute Qualität hat. Dann haben wir das M-Audio Producer Mikro, leider mit dem Billo-Ständer, der dabei ist und nicht mit meinem normalen Ständer, den ich in der... Oh nein, natürlich nicht. Ich meine den ich zu Hause habe in der Schweiz. Dann eine kleine Soundbar, die auch günstig war, aber damit ich wenigstens Videos schneiden kann, damit ich die Audio höre von den Videos. Und ein Ringlicht mit meiner alten Webcam, die ich vielleicht noch austauschen werde oder wahrscheinlich austauschen werden muss, weil die ist einfach nicht mehr genug gut. Dann haben wir den 3DS, den modifizierten mit der Capture Card drin, damit ich überhaupt was aufnehmen kann. Den Subwoofer hier unten, weiß nicht, ob man den sehen kann. Die Nintendo Switch natürlich, die man überall hin mitnehmen kann, nicht wie die PS4. Den PC. Dann natürlich den Stuhl und, Moment, den Greenscreen.
Und das ist also mein provisorisches Setup. So werde ich arbeiten. Alter, mein Handy hat eine 10-mal bessere Qualität und Aufnahmequalität wie diese Webcam. Das ist insane. Auf jeden Fall, ja, so sieht es momentan gerade aus. Ich kann auch gerne noch ein bisschen Rips weiter weg, damit ihr das von außen seht. So sieht also diese kleine Ecke aus. Na? Ja. Ist natürlich niemals so groß wie das Studio, was ich in der Schweiz habe zu Hause. Mein Hauptarbeitsplatz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber es reicht aus für die nächste Zeit, für den Moment. Ich werde hier viel machen, zusammen mit Zero und den anderen, die immer noch nicht revealed wurden, by the way. Und krasse Projekte werden starten. Die Releases dieses Jahr sind insane. Also wir hatten gerade Dragon Quest, wir hatten gerade Spider-Man, bald kommt Spyro. Vielleicht ist es schon draußen, während dieses Video kommt, I don't know. Dann, ich glaube, noch ein neues Sonic, dann natürlich Pokémon, dann im Januar Kingdom Hearts. Dann haben wir noch viele andere Titel, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommen für PlayStation und so. Super viele Releases stehen an und Ende des Jahres lohnt es sich ja auch mehr, YouTube zu machen, wie wir alle wissen. Deswegen klickt fleißig auf die Videos und guckt die Werbung, denn für diese Werbung, die ihr im November, Dezember oder Oktober, November, Dezember guckt, bekomme ich viel, viel mehr Geld, beziehungsweise es wird mehr Werbung geschalten. Und das brauche ich definitiv jetzt nach dem Umzug und nachdem ich hier investiert habe in das Ganze. Bald werden auch wieder Streams folgen. Ich freue mich schon mega auf, mal wieder zu streamen, zusammen mit euch. Vor allem in meinem kleinen neuen Setup hier in Deutschland. Das Einzige, was ich noch brauche, ist Internet. Eine Internetverbindung. Ich kann gar nichts tun. Ich werde jetzt runtergehen, mal zu Zero steppen und dann versuchen, mir meine Templates irgendwie von Google Drive zu ziehen und mit einer Speicherkarte hierher zu bekommen, damit ich wenigstens zum Beispiel die Sacred Gold Nuzlocke aufnehmen kann, die ja nicht online ist. Ne, die findet ja nicht wie Wi-Fi Battles via Internet statt oder via Overwatch oder, ne? Für alles andere brauche ich ja Internet, für jedes andere Projekt oder meine PS4, die ich aber nicht hier habe. Von daher wird das das einzige Projekt sein, was ich momentan aufnehmen werden kann. Ist aber wie gesagt okay. Es fehlen noch ein paar Sachen, aber sobald ich alles habe, wird es losgehen. Ja, das als eine kleine Mini-Room-Tour. Das ist ja nur die Ecke hier von dem Raum. Und auch nur das provisorische Zeug. Aber ich denke, damit habt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie das Ganze aussehen wird. Alright, weitere Updates gibt es vielleicht bald. Heute sollte noch Z-Slayer hierher kommen. Ne? Wir haben einen guten YouTube-Besuch, ne, in unserem Haus hier. Aber ja, mal schauen, was der wieder Neues mit sich bringt. Den habe ich auch schon das ein oder andere Jährchen jetzt nicht mehr gesehen. Freunde, ich bedanke mich an der Stelle nochmal für den ganzen Support. Ohne euch könnte ich das hier nicht tun. Und die nächsten Monate und hoffentlich auch Jahre wieder werden fucking amazing. Ich bin zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder sehr driven, beziehungsweise ich habe meinen Drive wieder gefunden, so ein bisschen. Ich war die letzten Wochen nach der Gamescom nicht mehr ganz so krass motiviert, weil einfach viel Scheiße passiert ist und ich in meiner alten Wohnung gefangen war, wegen der ganzen Merch-Situation und so. Und hier habe ich endlich wieder einen klaren Kopf. Es ist erstaunlich, wie klar man im Kopf wird, wenn man in einer leeren Wohnung chillt, wo man kein Internet hat, wo man kaum Strom hat, wo man eine Zahnbürste hat und das war's, wie klar man sich im Kopf wieder wird und wie krass man
zurückkommt ins Leben. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber in meiner alten Wohnung war ich ständig so abgelenkt oder habe ich mich selbst ständig so abgelenkt, um von dieser ganzen Scheiße wegzukommen, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur Videos und so konsumiert habe und nichts auf die Reihe bekommen habe. Und hier bin ich super krass produktiv. Ich habe jetzt in ein, zwei Tagen diese ganze Wohnung hergerichtet, mehr oder weniger, alle Lampen aufgehängt. Holy shit, Leute. Also wie gesagt, ich habe es gestern im gestrigen Vlog schon erzählt. Jeder, der Lampen als Beruf aufhängt, holy shit, man, Respekt an deine Schultern. Ja, ich bin mega produktiv und ich bin ziemlich happy und ich bin super fokussiert im Kopf. Ich habe genaue Ziele und klapper die ab und das tut einfach mal wieder gut. Einfach mal wegzukommen von diesen... Es fühlte sich an wie so ein Kabelsalat in meinem Kopf. Ich habe nichts geschissen bekommen. Und jetzt bin ich wieder in the game. Meine Freunde, ich freue mich richtig krass auf die Zeit. Glaub mir, bleibt auf dem Kanal, auch wenn momentan nicht allzu krass viele spannende Projekte da sind, außer wahrscheinlich Sacred Gold, was die meisten feiern. Vertraut mir, bleibt da. Es werden in Zukunft so krasse Sachen kommen. Ich habe schon mehrmals angekündigt, jetzt wird's Realität. Okay, ich arbeite dran, jeden Tag. Jetzt wird's Realität. Und bald werdet ihr den heftigsten Shit auf YouTube bekommen. Nicht nur, was Pokémon anbelangt. Pokémon wird krass zurückkehren. Und zwar, was auch immer ihr euch wünscht. Ne? Wi-Fi Battles. Ich habe sogar schon Metronom Battles geplant mit einer ganz besonderen oder bestimmten Person. Die Schlingel Battles kehren zurück. Die Nuzlocke wird weitergehen. Es wird wahrscheinlich eine kleine Soul Link gestartet werden. Dann kommt ja noch Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli bald raus. Und so weiter. Ne, so viel zu Pokémon. Pokémon wird richtig escalaten wieder. Mit Shiny, Hunt, Streams und so weiter, wie wir es kennen. Und vielleicht sogar Pokémon Go Vlogs. Mal gucken. Aber natürlich auch, was andere Spiele anbelangt, werden Releases starten, beziehungsweise werden Playthroughs rauskommen. Und natürlich in den Livestreams, Skyrim VR, ne, ist wieder geplant. Ich glaube, das mache ich sogar hier, je nachdem, weil hier habe ich einfach viel, viel mehr Platz in diesem großen Raum wie in meinem anderen Studio in der Schweiz. Wo mittlerweile auch ein teures Regal hinter mir steht mit all euren Geschenken. Und blups. Ja, Dragon Quest wird weitergehen, Subnautica Hardcore-Modus habe ich noch vor und dann ganz viele neue Projekte. Overwatch wird weitergehen. Macht euch da keine Sorgen. Also ihr seht, Content Overload. Okay, und dazu werden noch Titel hinzukommen, die wir noch gar nicht gehört haben oder die erst noch released werden. Alright, meine Freunde, ich will euch nicht zulabern, habe ich jetzt aber gemacht. Ha, 10 Minuten! Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bis dann.